Sie sind sofort tot. Offenbar aus purem Leichtsinn sterben in diesem Autowrack der 22-jährige Fahrer sowie zwei junge Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren. Der Regionalzug erfasst den Wagen zuvor mit voller Wucht. Die Insassen haben keine Chance. Ein Fahrgast des Zuges schildert die dramatischen Augenblicke. Ich bin aufgewacht und das war natürlich erstmal ein Schock. Wie auch immer, die haben halt uns direkt evakuiert. Man ist natürlich betroffen und man hat das Mitgefühl zu den Angehörigen. Der Unfall ereignet sich gegen 4.50 Uhr in Neustadt am Rübenberge, nordwestlich der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Zu diesem Zeitpunkt ist die Halbschranke des Bahnübergangs geschlossen. Das Signal steht auf Rot. Trotzdem überquert der 22-jährige Autofahrer die Gleise. Es kommt zur Kollision mit dem Regionalzug aus Hannover. Durch die Wucht des Aufpralls überschlägt sich das Auto und wird rund 300 Meter mitgeschleift. Was dann dazu geführt hat, dass der Fahrer die geschlossenen Schranken missachtet hat, das muss der Verkehrsunfalldienst Hannover jetzt klären. Laut der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung gab es im vergangenen Jahr 146 Unfälle an bundeseigenen Bahnübergängen. 42 Menschen kamen dabei ums Leben. In den meisten Fällen liegt ein falsches Verhalten der Straßenverkehrsteilnehmer vor. Leichtsinn, der offensichtlich auch in Neustadt am Rübenberge ein tragisches Ende genommen hat.